Stellen Sie sich Folgendes vor: unberührte Moorlandschaften, eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und atemberaubende Bergpanoramen. So leben wir in der UNESCO Biosphäre Entebuch. Klingt nach einem digitalen Entwicklungsland. Im Gegenteil, denn in und um die UNESCO Biosphäre Entebuch gibt es viele bemerkenswerte digitale Geschichten. Ich zeige es Ihnen. So setzt zum Beispiel ein innovativer Landwirt in Doppelschwand auf modernste Robotertechnologie. Oder der Schweizer Alpenclub Entlebuch hat an verschiedenen Orten einen QR-Code platziert und so ein digitales Gipfelbuch geschaffen. Doch nun eine Quizfrage. Wo ist die Verbindung zwischen Harry Potter und Augmented Reality und der UNESCO Biosphäre Entlebuch? In unserer Lokalzeitung, dem Entlebucher Anzeiger. Erste Zeitung in der Schweiz mit Augmented Reality. Ähnlich magisch blickt die Bergbahnen Sörenberg AG mit der Kristallkugel in die Zukunft. Nein, nur Spaß. Magisch ist bei uns digital und die Kristallkugel ist ein Gästeprognose- und Analyse-Tool, welches die Besucherzahlen für die nächsten Tage prognostiziert. Auch der Schutz von Natur, Landschaft und Tierwelt ist für uns als UNESCO Biosphärenreservat von zentraler Bedeutung. Um diese Schönheit zu erhalten, werden der Zustand und die Entwicklung der Moorlandschaften durch Messsonden digital kontrolliert. Speziell unter dem Aspekt des Klimawandels, von dessen Einfluss auf die Hochmoore bisher nur wenig bekannt ist. Möchten Sie noch weitere digitale Geschichten aus dem Entlebuch erfahren? Besuchen Sie dazu die Website extra-regio.ca und lesen Sie noch weitere spannende Beispiele. Sie sehen also, wir sind nicht nur ein schönes Tal, wir sind das Digital. Denn hier im Entlebuch sind wir ganz vorne.